Fußball. Sport soll ja verbinden. Sport verbindet. Egal, welche Hautfarbe, welche Religion. Fußballer und Mannschaftssport können dadurch sehr vieles lernen. Nicht nur Fußball, sondern auch nur Leben. Möglicherweise ich Ihnen als Hoffmanns recht herzlich beim Veranstalter und bei euch Spieler für die Zeitleistung rechtzeitig bedanken und gratulieren. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin Freude und Spaß am Fußball habt und ihr Unterstützung vom Verein, vom Trainer und von den Eltern habt und ihr auch wirklich auf einem höheren Alter weitermacht und weiterhin Fußball spielt. In dem Sinne, alles Gute und weiterhin alles Gute für den Sport, auf dem Weiterleben. Kommen Sie gut nach Hause. Danke für Ihre Unterstützung. Deine Worte. Ich möchte Sie auch einmal im Namen des ESK recht herzlich bei euch, liebe Eltern, liebe Zuschauer, bedanken für euer Kommen, dass ihr eure Kinder so toll unterstützt beim Sport, beim Fußball, dass ihr eure Wochenenden opfert für den Sport, damit eure Kinder den Fußballsport ausüben können. Wo es, wie wir heute auch gesehen haben, bei manchen Spielen Emotionen gegeben hat, wo auch der eine oder andere die eine oder andere Fehlentscheidung der Schiedsrichter war. Aber wie wir alle wissen, kommt das auch in Bundesligaspielen und auch in den englischen Ligen, deutschen Ligen überall vor. Und so passiert es auch leider auch bei uns hier, wo der eine oder andere wirklich war. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr Eltern für euch, für die Spieler ein Vorbild seid, dass es hier keine Beschimpfungen gibt. Wie der Herr Stratner bereits vorab gesagt hat, der Fairplay sollte im Vordergrund steht immer beim Fußball, dass die Spiele fair heruntergehen, auch wenn die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht ganz richtig war. Aber da komme ich gleich zurück, liebe Spieler, ein großes Kompliment an euch. Es hat die eine oder andere Unstimmigkeit gegeben innerhalb der Mannschaften bei den Spielen, was wir eingangs vorab im Turnier erwähnt haben, was eigentlich nicht sein sollte. Es sollte immer an erster Stelle Fairplay sein. Es soll den Spaß, Freude haben und Fußball spielen. Es sollen Emotionen dabei sein, aber es soll immer ohne Beschimpfungen, ohne Kraftausdrücke abgehen, weil das hat eigentlich im Fußball nichts verloren. Und wenn man das auch bei den Kampfmannschaften sieht oder bei älteren Jungs sieht, schaut bitte immer in erster Linie Fairplay, keine Beschimpfungen, auch wenn ihr mit manchen Entscheidungen der Schiedsrichter nicht einverstanden seid. Es ist einfach so. Schiedsrichterentscheidung ist Tatsachenentscheidung. Das werdet ihr, ich hoffe, die alle, dass ihr sehr lange Fußball spielt und das werdet ihr immer wieder, also egal in welcher Altersklasse ihr spielt, werdet ihr immer wieder kennenlernen, wo ihr mit Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden seid. Aber Schiedsrichterentscheidung ist eine Tatsachenentscheidung. Und das müsst ihr lernen, ohne Kraftausdrücke zu verwenden. Einfach weiterkämpfen, weiterspielen und schauen, dass ihr weiter so tolle Spieler bleibt und euch weiterhin toll weiterentwickeln. Liebe Eltern, ein großes Danke von meiner Seite und liebe Spieler, ich glaube, dass ich von meinem Riesenapplaus angekommen. So, bevor wir zur eigentlichen Siegerehrung kommen, es hat auch wieder an diesem Fußballturnier eine Wahl zum besten Torwart gegeben und Gratulation der beste Torwart des Turniers von der Mannschaft von ESK 2, Karin Benali. Gewinner.
Wir haben heute leider einen Rettungseinsatz gehabt, ein Spieler hat die Auge verletzt, wenn man ein Bein ins Auge bekommen hat. Wie wir sehen, das gibt es im Fußball auch immer wieder. Aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass bis auf keine Blessur nichts passiert ist. Ich kann jeder stolz sein auf seine Leistung. Wir haben heute wirklich alles gegeben, es hat jeder gekämpft. Es war wirklich eine großartige Leistung. Wir haben tolle Spiele gesehen heute am Vormittag. Und die Siege auch beginnen wir mit Platz Nummer 8. Die Mannschaft ist leider schon abgereist, aber trotzdem einen Applaus für SV Bau mit Beckau. So, wir kommen gleich zu Platz Nummer 7. Gratulation an unseren eigenen Nachwuchs. Die Mannschaft von ESK Graz 1.
von heute Abend hier um den Bildschirm. Die Herzlichung zurück, offenbar von der Bereich, wenn wir im Anschluss auf den Fußballverband und für den Bildschirm gratulieren, wir sehen uns in der Gruppe Okay, danke.